Hallo YouTube, da sind wir wieder. Mit einer neuen Rüstung. Ich habe mittlerweile ein paar außerirdische Creeper getroffen. Fragt lieber gar nicht erst. Und ich habe mittlerweile so viele Schokoeier gesammelt. Dass die Viecher mich nerven. Egal. Ich habe nicht alles vom alten Zeug. Dafür habe ich jede Menge neuen Krempel. Zum Beispiel sowas hier. Ein Handwerks-Backpack-Dingens. Keine Ahnung, wozu das gut ist, aber ich hau das mal hier rein. Und den ganzen anderen Quatsch wahrscheinlich auch noch. Meine Wer... Boah, wo ich... Hatte ich nicht mal eine Spitzhacke? Oh, verdammt. Warte mal auf, hier ständig irgendwas hinzuspawnen mit euren scheiß Federn. Die brauche ich nämlich nicht. Also die zumindest nicht. So. Eine Warp-Tür und ein Rift und... Ach komm, leck mich jetzt nicht. Ich habe auch festgestellt in der Pause, man sollte nicht so oft mit den Dimensionen spielen. Das geht meistens nach hinten los. Fragt lieber gar nicht erst. Oh Gott, ich hatte die ganze Erde dabei. Super. Was nun? Die ganzen schönen Setzlinge. Sollte reichen, das da auch. Das ich später ein. Oh, eine goldene Feder. Das nehmen wir mal mit. Ich habe zwar keine Cloud Boots mehr, aber wir werden damit leben können, denke ich. So. Brauche ich davon was? Nein. Gerade jetzt Gold, jetzt eher nicht. Auch wenn ich mehr als genug davon habe. Eisen, weil man nie genug wissen kann. Essenzen, wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich die... Was fange ich damit jetzt an mit dem Ding hier? Ja? Nix. Super. Lasst mich in Ruhe, ihr blöden Viecher. Ich will eure Feder nicht. Egal, wie oft ihr sie mir entgegenwerft. Oh, eine Spitzhacke. Was mache ich denn? Ich habe doch mittlerweile sowas hier. Praktisch, muss ich sagen. Scheint gar nicht mal so dämlich zu sein. Wer hätte das gedacht? Ist vielleicht doch ganz praktisch sowas. Wer weiß. Wie dem auch sei. Warte jetzt. Ich brauche einen neuen Bauplatz. Hm. Warte mal kurz. Die Stäbe kann ich doch unendlich, oder? War das nicht sowas laut? Ach halt, Stäbe habe ich zwei. Jetzt kann ich auch irgend so ein Dings da Wumms da machen. Electric wäre nicht schlecht. Tatsächlich. Na, das ist ja niemand ganz uninteressant. Den Stab nehme ich vorsichtshalber mit. Aber die Essenz nicht. Dankeschön. Weitgehend. Oder warte mal, was kann ich denn mit dem Quatsch jetzt hier eigentlich machen? Nix. Ja, das freut mich. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ihr sollt mich mit euren blöden Federn in Ruhe lassen. Droppen die Dinger direkt vor mir? Ich fasse es nicht da. So. Was nun? Den ganzen Weg von vorn. Hübsch, nicht?
soll's. Vollkommen überflüssig, aber ich kann's. Ah, noch funktionieren die Dimensionen, das freut mich. Auch wenn ich nicht mehr springen kann. Was nun? So, wo war ich denn das letzte Mal? Gucken wir mal. Da unten ist ein Turm, da bin ich gestorben und da ging es irgendwo weiter über. Und die Wüste war auch nicht schlecht. Ach, wir gehen einfach weiter da lang erstmal. Und gleich sind wir am Ende. Weil der Stab im Eimer ist. So. Hab ich nie gesagt? Als ob ich Gedanken lesen könnte. Fliegen wäre jetzt nicht schlecht. Denn sonst wird das hier eine sehr lange Folge. Wo sind meine Cloud Boots? Ich brauche neue Cloud Boots. Könnte mir mal jemand falsch fallen lassen? Das wäre jetzt echt cool. Andy, komm, wir spielen eine Runde. Komm, Andy. Komm, Andy, lass uns eine Runde spielen. Was bist du denn für einer? Eine schlafende Echse. Du sollst hier nicht rumzucken. Das ist doch... Was machst du denn hier? Was damit? Das macht mich nervös. Hast du Diabetes? Okay, der ist da vor Angst erstarrt. Ich hab's verstanden. Ich kann natürlich mit so viel Feigheit habe ich nicht gerechnet. Gebe ich zu. Ja, jetzt kommst du, oder was? Komm, hab. Du hättest die Uhr verschlauen, ne? Ja, komm, komm entgegen. Was war, Idiot? So. Ich kann nicht mehr springen, das ist so deprimierend. Was soll's, dafür sind wir jetzt sicher vor Feuer. Toll. Was Feuer auch so eine Riesengefahr für uns war. YouTube, was fängt man damit bloß an? Man fängt an, in der Wüste was abzubauen, weißt du? Könnte ich eigentlich fast machen. Das ganze Holz. Ich hatte so viele Setzlinge. Ich kenne schon ja. Da muss ich ja wieder 10 Minuten lang abbauen. Oder 20. Das regt mich jetzt doch ein ganz klein wenig auf. Hier entsteht ein Starbucks. Na, was hakelt denn hier schon wieder? Haben wir gar nicht ganz angefangen mit dem Spiel. Na, geht's schon wieder los. Vielleicht hätte ich auch mal ein Bett mitnehmen sollen oder so. Hätte ich nicht vor kurzem noch Schafe getötet bis zum Unfall? Na, was soll's. Naja, ihr mich auch. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Wieso renne ich hier eigentlich immer nachts rum? Kann hier nicht mal schönes Wetter sein. So, jetzt reicht's. Dankeschön, Ruhe ist. Ich will mich hier in Ruhe umsehen. Also lasst mich ruhig. Wieso brennt's da hinten? Oder ist das eine Blume? Hallo, Wolfis, Hunde, was auch immer. Oh, ein NPC drauf. Schon wieder. Diesmal ein kleineres. Hab keine Knochen für euch, oder doch? Gut, ich hätte nur ein paar Skelette töten müssen, aber... Ein Stück Wolle, super. Aber ich hatte keine Zeit, Skelette zu töten, weil die haben mich genervt. Also habe ich es ausgeschaltet und deswegen müsst ihr jetzt wahrscheinlich verhungern. Oh. Seht ihr, YouTube, so funktioniert das mit dem Kreislauf des Lebens. Ich schalte Skelette ab, die mich töten wollen. Prompt haben die Hunde nichts mehr und verhungern. War ja eigentlich auch klar. Hallo Freunde, kann man sich bei euch häuslich niederlassen? Und so ruckelt wohl eher nicht. Ich höre Schritte, aber hier ist niemand. Hi. Ich lobe auch du. Ich krieg da einen Feuerstein von dir, das ist aber nett. Forschen kann ich nicht selber. Ich sehe schon, ihr habt nichts für mich, also geht's weiter. Eure komischen Baupläne da für die Pseudowaffen und was interessiert mich. Aber hier ist ein Dschungel, das ist noch ziemlich schon viel mehr. Denn wenn ich den abholze, ist das mein Bauland. Yay. Irgendwann gibt's auch Bäume, die Eisen fallen, also Eisenbäume. Ich muss dringend Wikipedia blättern.
So, YouTube, ich habe nicht vor, jetzt hier ewig 3 Tage bei mir zu sein. Mal. Nee. Apropos. Wie sieht das Holz hier eigentlich aus? Hm. Geht doch. Bisschen merkwürdig vielleicht, aber für so einen Dschungel. Ich könnte da oben ein Haus bauen. Wieso habe ich jetzt keine Ranken und nicht? Gut, ich könnte natürlich eiskalt. Jetzt, wo ich daran denke, mal ein paar Leitern bauen. Und offensichtlich auch ein paar viele. Ja, das mit dem Holz fängt an, mir so richtig zu gefallen. Seht ihr, wie schnell das geht? So, wo wollen wir uns hinaufleitern? Ich habe zwar keine Schere dabei, aber das muss ich auch nicht. Könnte mal bitte jemand dafür sorgen, dass ich hier gerade hochlaufe? Ich komme mir vor, als wäre ich betrunken. Aber ich kriege gerade mal nach oben. Ich glaube, hier lasse ich mich nieder. Oh ne, sag bloß, ich kann das hier nicht abmachen. Dann müssen wir doch auf die altmodische Art machen und den Baum so hinsetzen. So wohl eher nicht. Und natürlich ist von dem Baum noch was übrig, was sonst. Dankeschön, ich freue mich über die Ressourcen. Und baue mich dann mal kurz in die Höhe. Geht gleich los. Die Leiter brauche ich auf dem Weg nach unten oder so. Mal gucken. Könnte wehtun, aber was soll's. Oh ja, wer hochfällt, muss tief steigen, oder was? Der ist höher. Ich will den höchsten. Was? Wieso muss immer irgendeiner noch höher hinaus? Ich verstehe das nicht. Das ist doch Irrsinn. So, das ist der Grundfestpfeiler zu meinem Haus, damit ihr denn seht, ich bin Gott. Über den Wolken wollte ich eigentlich nicht bauen. Das ist etwas unangenehm. Also muss der Baum da weg. Und der hier. Schöne Aussicht, da sehen wir gleich mal, wie weit wir sehen können. Okay, das habe ich nie gesagt. Falls was ist, ich habe das nie gesagt. Wollen wir gucken, ob wir das überleben? Ich meine, ich habe eine goldene Feder dabei oder zwei. Wieso muss ich eigentlich immer so einen Blödsinn machen? Antwort, weil ich's kann. Wir sind hier in Minecraft. Sprung. Nichts passiert. Wie ein Profi. Ich bin von mir selbst ergriffen. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Das Problem ist, wie mache ich das jetzt mit der Leiter? Hey YouTube, das sind die Vorbereitungen für den Bau, das dauert eine Weile. Warum baue ich eigentlich Leitern, wenn ich auch eine Warp-Dorm baue? Na egal. Weil der schon wieder vergessen hat, wie sie bauen. Ich habe es mir vorhin erst angeschaut. Ich habe vorhin sogar erst Deutsch gemacht. So, wieso habe ich so viele Leitern gebaut? Egal.
Hinterher stellen wir keine Fragen und Reklamationen werden sowieso nicht anerkannt. Von daher. Frage ist, wie kriegen wir jetzt den Baum hier drauf? Was? Und vor allem, wenn ich hier oben jetzt einen Baum baue, würde der wachsen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier oben erstmal was, wo wir derzeit runterfallen können, wie ich sehe. Das ist schön, das beruhigt mich. So, was nun? Ich bräuchte Wolle. Zumindest ein bisschen. Wäre auf jeden Fall recht angenehm. Kommt schon, YouTube. Es muss einfach sein. Und Ruhe ist. Dann bauen wir hier oben uns einfach eine Landschaft, eine Stadt über der Stadt oder so. Das klingt merkwürdig und ihr habt damit auch vollkommen recht. Es ist es auch. So. Trotzdem noch ein Schaf oder zwei. Den Ofen kann ich leider nicht aus Stahl bauen, also muss ich hier mal kurz fix. Ein bisschen Steine holen. Tannenblätter? Wieso habe ich da? Ich frage gar nicht erst. Einfach nicht ignorieren. Weil du kommst ins Baumenü. Du auch. Du nicht. Ich meine diesen hübschen Backpack hier. Ich muss schon sagen, nicht ganz unpraktisch das Ganze. Den Steph brauche ich nicht. Damit kann ich eh nichts anfangen. Oder brauchte man bis zwei Ersatz noch? Ich habe keine Ahnung. Anbauen tue ich jetzt auch noch nicht. Wo hatte ich denn die Schaufeln? Ja, dann nehmen wir die mal fix mit. Dann machen wir uns auf den Weg nach unten, holen ein bisschen Erde raus und so. Alle wissen, dass ich hier wohne, muss ich erstmal die gesamte Nachbarschaft von Bäumen befreien. Und weil ich sonst meinen eigenen Baum nicht mehr finde. Das macht Sinn, oder? Bis ich jetzt gleich meinen eigenen Baum finde, dämlich wie ich bin. Ich traue mir das jetzt gerade auch richtig gut zu. Muss ich an der Stelle mal so sagen. Keine Sorge, nur 5 Minuten und dann sind wir gleich wieder oben und machen weiter. Womit auch immer, denn ich habe immer noch keine Idee, was ich jetzt gleich machen werde. Ich weiß nur, ich werde es machen. Aus welchen Gründen noch immer. So, dann wird da oben auch was anpflanzen können. Wir wollen ja schließlich nicht auf Dauer verhungern. Ein bisschen schön soll es da oben ja auch sein. Ich könnte eine Warp-Tür brauchen. Eine einzige würde schon reichen. Oder zwei. Wieso habe ich das nicht gemacht, ich Idiot? Jetzt muss ich den ganzen Weg dann wieder laufen. Das mache ich zwischen den Folgen. Habt ihr eure Ruhe? Mal gucken, ob ich das hinkriege. Denn wenn ich es vergeige, muss ich doppelt und dreifach laufen. Das ist eher nicht so lustig. Ein bisschen Laub brauche ich auf jeden Fall noch. Ich habe ja eine Schere einstecken, Gott sei Dank. Seht ihr? Und das meinte ich mit, ich hätte meinen Baum fast nicht erkannt. Ich wusste nicht mal, dass es ein Baum ist oder nicht ist oder wie auch immer. Fallen. Baum fällt. Jetzt haben wir auch gleich für die nähere Umgebung ein bisschen Bauplatz. In der Luft zumindest. Tja, dank Hexit gibt es jetzt ungeahnte Möglichkeiten. Das ist fast wie die Raumschiff Enterprise, oder? So betrachtet. Habe ich das noch nie so betrachtet. Was? Okay, vielleicht sollte ich doch ab und zu mal schlafen. Wenigstens ein ganz klein wenig. Ja. Naja. Guckt mal, so viele schöne Setzlinge. Könnte ich sofort neue Bäume pflanzen, aber wer will das schon?
Das machen wir dann in halber Höhe oder so. Ich habe sowieso das Gefühl, ich werde einfach in Schlängellinie irgendwas drum bauen. Und das Ding muss jetzt weg. Das ist doch etwas nervig. Klappt das? Naja, war nicht versucht wert. Warum zünde ich das nie einfach an? Ah, jetzt weiß ich nicht, ich habe kein Feuerzeug. Und weil die mich versch... Jetzt muss ich doch tatsächlich... Ja, und auch noch ein bisschen daneben. Und die Axt ist auch gleich im Eimer. So ist toll. So macht das Spaß. Alles nur, weil der Baum nicht einfach fallen wollte. Und ich immer noch nicht weiß, wieso. Egal. Weiter jetzt. Hier kannst du in 5 Minuten den Urwald abfällen und gleich wieder neu pflanzen. Ist das herrlich. Das könnte ich den ganzen Tag machen, nur mal so als... Vielleicht mache ich das auch. Nein, natürlich nicht, aber ich muss zugeben, das hat schon was. Weg mit den Setzlingen, die brauche ich jetzt nicht. Und irgendwelche Pflanzen sowieso nicht. Wo machen wir die hier? Achso, ich sollte hier unten vielleicht ausleuchten für den Fall der Fälle, dass ich irgendwann mal wieder Monster anstelle. Ja, sonst auch langweilig, nicht? Also so ganz ohne Monster hier rumlaufen und anbauen und nie wird man genervt, nie stirbt man, nie spawnt man irgendwo, wo man nicht spawnen will. Aus dem Blickwinkel betrachtet, sollte ich vielleicht einfach mal die Monster auslassen. Würde auch mal echt mal Zeit. Ich habe genug Schlösser entvölkert in letzter Zeit, auch wenn ihr nur die Hälfte davon gesehen habt. Oder ein Viertel trifft es vorher. Oh, ich habe einen Brunnen in der Nachbarschaft. Hier wird doch nicht etwa einer wohnen, widerrechtlich. Das ist mein neues Grundstück, das habe ich für mich gepachtet. Habe ich eigentlich Fackeln? Nee, ne? Dann wird es jetzt wirklich mal Zeit, ein bisschen Steine mit abzubauen. Nein, den werden wir stehen lassen, den Brunnen. Aber ich könnte das Dorf einfach entvölkern und mir da den Ofen klauen. Da gibt doch bestimmt welche. Wow, Riesenbaum. Und er fällt nicht. Jetzt. Aus irgendeinem Grund muss ich wohl immer nach links steuern. Warum auch immer. Guckt mir, das ist eine eigene Höhle. Was will ich mehr? Kann ich sogar Monster anschalten, wenn ich lustig bin. Was ich bestimmt tun werde. Eines fernen Tages. Leuchtendes Gras. Danke. Ihr seht jetzt nichts mehr, aber ich kann das gerade nicht ändern. Ich brauche nämlich Stein. Ich weiß zwar nicht wie viel, aber ich nehme ihn einfach mal mit. Kann ja nicht schaden, sowas zu haben. Oh, siehe da, Diamant. Nein, ich will da jetzt nicht hin. Egal was es da gibt, ich will da jetzt nicht hin. Es leckt schon wieder ganz gewaltig und gleich falle ich in den Tod. Da, 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 was? Mann, hier könnte man überdimensionales McDonalds-Schild machen mit dem vielen Holz. Erstmal einen riesengroßen Xen in der Landschaft. Was meint ihr, YouTube? Einfach so aus Langeweile. Du, 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 du. Gar kein Schotterfahrlein. Ein bisschen dunkel hier im Wald gerade.
Aber das gibt dem Ganzen eine nette Atmosphäre. Echt kuschelig. Meine Güte, so viele Kinder sogar nicht fallen, wie ich einsam bin, ehrlich. Was haben wir eigentlich an Erde und Dings da rums da? Nicht allzu viel, geht klar. So, das soll skanieren. Das war ein Meteorit. Ungesehens gehört. Was? Und wo ist er gelandet? Weiß das jemand? Das ist nur das leuchtende Gras. Wahrscheinlich auf den Bäumen hier. Wieso ist da ein Baum? Egal. Ist da Grünzeug nachgewachsen auf meinem Baum oder bilde ich mir das bloß ein? Ich bilde es mir bestimmt bloß ein. Also jetzt muss ich jetzt irgendwie Grünzeug hier mal zurechtschneiden, oder was? Oh je. Bei dem Tempo kann das noch ein paar Stunden dauern. Muss ich doch die anderen Bäume nehmen und dann die abbauen. Dazu müsste ich die allerdings erstmal finden. Hallo, blaue Blume. Das Problem ist, hier wird es nicht allzu viele normale Bäume geben. Nein, ich lasse euch den Ofen. Ich klaue den euch nicht, ich baue mir meinen eigenen. Genug Stein habe ich. Wie das denn? Achso, ich brauche ja noch Schafe. Eins, zwei. Habt ihr Schafe in eurem Dorf? Ich würde mir die gerne ausleihen. Sozusagen. Auf unbestimmte Zeit. Wo sind meine Boots, wenn man sie braucht? Die Cloud Boots. Hört auf, so einen Lärm zu machen. Geht lieber raus an die frische Luft. Wenn es dunkel ist. Nehme ich mit, kann die anbauen. Redstone brauche ich eher nicht, es sei denn, ich will Redstone fackeln und so. Dazu müsste ich dann aber erstmal wissen, wie man die verwendet. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das hinkriege? Ich meine, Redstone, also das könnte dann doch schon etwas komplizierter werden. Denke ich mal. Ich wollte nur den Samen. That's what she said. Ja, okay, ich hab's verstanden. So, jetzt haben wir von allem etwas. So, kann ich die Bäume hier vielleicht? Ja, kann ich ja mit dem Laub. Ich weiß, das sind eure Bäume und euer Laub, aber verklagt mich doch. Ich habe eine Meteoritenrüstung an und ein sehr mächtiges Schwert. Mal fragen. Ein paar wild gewordene Wölfe, die jetzt gleich dran glauben müssen, wenn sie mich nochmal anbellen. Tja, YouTube, nichts ist mit Tierschutz. Dafür habe ich einfach keine Zeit. Der ein Glück, dass ich Schafe suche und mehr Hunde. Geben Wölfe eigentlich Wolle ab? Ich frage das so, weil... Schon auch eine Möglichkeit, was anzubauen. Quasi. So, die nehme ich auch noch mit auf den Weg. Chocobo, Chocobo, Chocobo. Jetzt suche ich wieder 3 Stunden ein Schaf. Seht ihr, die ganze Zeit laufen mir Schafe entgegen, wenn ich sie nicht haben will. Vorhin sogar eine ganze Armada. Und kaum brauche ich mal ins Weh. Nichts. Nascht. Oh, nicht. Stinken nennt man sicher. Elendigen, mistigen. Das ist auch immer das Gleiche. Komm
Schafi, Schafi. Komm, Schafi, Schafi. Sag mal, ist das so eine Art Verarsche hier, oder was? Halt ab oder ist er dran? Zeigt ihr mir, wo Schafe sind? Ja, komm, lasst uns ein paar Schafe reißen. Komm, komm, komm. Ich bin auf eurer Seite. Ich tue euch auch nicht weh. Ich würde euch sogar ein paar Knochen besorgen. Und wenn ich dafür wieder Skelette anschalten muss. Ach, was rede ich da? Ich spawn einfach ein paar. Nur für euch. Das ist ein Ziegelturm. Ich baue hier aus Holz was und da stehen Ziegel in der Landschaft rum. Und Schafe. Das sind eindeutig Schafe. Weh, ich drehe mich um, das sind jetzt Bären. Das ist ein Schaf. Das nimmt die Wolle. Die ist mir wichtig. Wolli, 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 komm her, Wolli, Wolli. Ja. Ihr denkt, dass ihr mir im Kopf und... Ich hab kleinen Seiteneingang gefunden. Wohin zum Geier führt mich das Ding hier? Ja, nicht mit der Schere. Ach ja, Monster sind ja aus. Haha. Hätte ich zwar eigentlich nicht vorgehabt so, aber es ist ja eine Möglichkeit. Die wir jetzt eiskalt nutzen werden. Ich meine, warum nicht, nicht? So. Ich brauche den ganzen Quatsch zwar nicht, aber... Komm, leck mich. Das brauche ich auf jeden Fall. Dankeschön. So geil ist das hier, Seelensand? Im Klo, das ist Seelensand. Den gibt's sonst nur im Nether. Wisst ihr was, YouTube, wir legen hier eine Pause ein und ihr dürft euch das nächste Mal mit anschauen. Oh. Mehr gibt's ja nicht. Bunde ich mich gerade hier ein? Tja, warum auch nicht? Seelensand, den brauche ich da oben bestimmt auf den Bäumen. Und wenn nicht, ist mir das wurscht. So, damit ist es ziemlich dunkel. Gruselig. Was? Kommt schon, du versucht ihr mal bei einer Pixelspielgrafik. Naja, egal. Ich wollte gerade sagen, Atmosphäre und so, aber. Ja, das ist ja sogar an meinen Ohren lächerlich. Was hat das in meinen Ohren zu ver... Egal. Machen wir den Turm mal fertig? Was soll's? Minecraft, können wir schon mal. Abbauen, danke. Nehme ich alles mit. Da wird er nicht gefragt. Wieso trage ich hier gerade einen Helm? Egal, weg, 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 weg. Brauche ich bestimmt nochmal eines Tages. Und wenn nicht, ist mir das egal. Ja, damit der nächste, bitte. Hier, glaubt ihr, dass ihr mir entkommt oder was? Macht da gerade was kaputt, das ich nicht brauchen kann. Erfahrungsfläschchen, danke. Und ein Steinschild. Lohnt sich immer. Danke. Und weiter jetzt. Och, bei dem Tempo kombinieren. Ist der Golem da oben, oder? Ich meine, er sollte nicht mehr hier sein. Also den Turm möchte ich echt nicht siegen möchten müssen. Wenn da dergleichen drin ist, dann ist das wohl eher unangenehm mit dem ganzen... Wow! Ich wollte sagen, jetzt hier aber nicht hängen, ne? Das wäre jetzt echt uncool. Hier auf die letzten paar Meter. Muss das nicht sein. Ich bin schon mal schneller vorwärts gekommen. Auch in solchen Türmen. Ja, hier wird es doch grün. Ich fasse es nicht. Also manchmal... Egal. Suppe, das brauche ich jetzt. Das habe ich jetzt nötig, ganz klar. Den Suppe geht durch den Magen. Wie Grünkohl, was? Fast wäre ich ins Loch gefallen. Da helfen einem auch die Cloud Boots nicht bei dem Scheißhändler, nehme ich an. Und bei den vielen Rucklern, bei 6 Frames.
Lohnruten. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wozu diese Bodenranken da sind. Das muss ich dringend nachlesen. Ach ja, warum kann der Gloucester nicht einfach so in der Welt wachsen irgendwo? Ich pfeife auf die ganzen Türme. Das ist zwar schön, aber das ist so abwechslungsreich nur wieder nicht. Seid ihr schon mal so gut in so einem Turm vorangekommen, wenn ihr Hexit spielt? Weiß ich noch nie. Das geht ja richtig fließend hier, meine Güte. Und das nur, weil ich zu faul bin, Monster anzumachen. Das wird sein, ich bin faul. Ich bin nicht feige, ich bin faul. Hört sofort auf YouTube, ich höre eure Gedanken. Ihr könnt das gar nicht ermessen, was ich hier durchmache, jede Folge. Schaut euch nur mal das Ende der letzten Folge an, dann wisst ihr, was ich meine. Feuergranate. Grenade, Grenade. Grenade. Sind wir jetzt beim Moben hier gerade? Ich krieg ja schon Knickschmerzen vom viel nach oben gucken. Na, wo ist der Golem? Wo ist der Golem? Wo ist der Golem, hä? Keine Ahnung, dann nehme ich das einfach so mit. Golden Gyser, Lilypad offener, genau. Legiabo. Ist das nicht der mächtigste, den hier gibt, oder so ähnlich? Nur für den Fall, dass ich sowas brauche, nehme ich das gleich mal mit. So. Tja, wie war das jetzt? Jetzt haben wir 7 Magic Essenzen. Naja, warum, ne? Ich meine, was man hat, ne? Und so. Das müsste ich eigentlich auch nicht alles hier ablegen, aber ich mach's trotzdem. Was soll's? Der Baum ist mir zu hoch. Da drüben geht's zu meinem Bäumchen und deshalb springe ich jetzt mal kurz hier runter. Oh ja! Puff. Nichts passiert. Das macht immer wieder das neue Spaß. Ich nehme an, das war jetzt Aluminium, von dem ich wieder nicht weiß, wofür es gut ist. Sollte ich vielleicht auch mal nachlesen. Ein paar Fackeln mir besorgen. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß es auch nicht. Map. Nach Norden und dann nach Osten. Dann eine Verbindung hierhin. Da hätte ich, glaube ich, eine Weile zu tun. Aber ich kann ja überirdisch bauen. Ich würde sagen, wir beenden die Folge im Bett. Über den Wolken. Da wohne ich in meinem Luftschloss. Ich wollte gerade sagen, das war doch grün. Wieso ist es grün? Ich weiß es. Es ist grün. Nicht weil Spaniens Blüten blühen, sondern weil ich da was hingebaut habe. Danke. Da kommt der Ofen hin. Gehen wir mal an der Licht und dann können wir nämlich Stück für Stück etagenweise ausbauen. Achso, ich wollte erstmal Stein. Wo haben wir den jetzt wieder? Im anderen Backpack. Natürlich, wie soll das anders sein? So. Nee, nicht die Diamanten. Die behalte ich doch besser hier. So. Kohle rein. Und sowas hier. Und dann haben wir gleich mal ein bisschen Holzkohle und gut ist. Hier werden wir in nächster Zeit nicht mehr runterfallen. Jetzt bauen wir uns noch ein hübsches Bett. Wenn ich das noch hinkriege. Natürlich müssen wir erstmal schauen, wo die scheiß Wolle wieder ist. Wolle, sag mir nicht, dass ich jetzt Wolle fehle. Dann drehe ich im Rad. Ich habe doch wirklich 4, 5 Schafe getötet, oder? Ich meine, das bilde ich mir doch nicht ein. Ach, ich habe noch Ersatzwolle. Ersatzwolle. Noch Fragen? Jetzt noch ein Bett hier hinstellen. Ich noch wüsste, wo. Neben den Ofen. Da soll es warm sein.
Dann bin ich gut. So. Holz ist alle. Gehen wir Bäume fällen. Puh, ihr traut mir das wirklich zu jetzt, was? Dass ich das jetzt machen würde. Ich bin erschüttert. Oh, ich habe Sand. Das freut mich, den werden wir nämlich auch gleich noch brauchen. Was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Sondern das hier. Das auch nicht, sondern das hier. Und dann kann der Quatsch irgendwo anders hin. Egal. Ah, nee, geht ja wieder nicht so. Ich könnte noch einen Ofen gebrauchen. Es dauert mir nämlich etwas zu lange jetzt hier. Ich muss mich in der Steuerung noch etwas anfreunden. Aber das werde ich auch mal hinkriegen. So. Hier gibt es gleich Fenster. Und hier gibt es Lebenkrempel, die ich brauche. Apropos. Nehmen wir das da doch zu mir und dann das auch noch hier rüber. Das Beanstalk, von dem ich noch nie weiß, wofür es gut ist. Wieso habe ich jetzt 6 Öfen? Egal. Hinnehmen, freuen, glücklich sein. Wollte ich in die Fenster bauen? Ich kann hier eins bauen. So. Entschuldigt mich mal kurz für eine Sekunde. Wow! Ja, so wollte ich nur nicht runterfallen. Ich wollte die Folge im Bett beenden. Naja, gut. Ist ja wahrscheinlich gerade erst Tag geworden. Wir haben es auch nicht eilig oder so. Ja, sag mal. Welcher Teil von Shift? Wenn ihr denkt, dass ich das jetzt noch mitmache hier zum Ende einer Folge, dass ihr mich hier klein kriegt. Guckt euch mal an, wie Superman hier aufliegt da. Ah, gleich ist Schluss mit lustig. Ist mir vollkommen egal, ob ich jetzt so viel Grünzeug eigentlich dabei hatte oder nicht. Das wird jetzt hier gemacht. So, sind wir alle glücklich und zufrieden. Dankeschön. Und Ruhe ist. Was macht mein Ofen? Gar nicht. Genau. Machen wir weiter. Können wir uns nämlich Stück für Stück nach oben arbeiten. Falten runter, ist mir egal. Ganz egal. Hatte ich hier ein Stück Leiter übrig irgendwo? Jetzt habe ich die Uhr komplett rausgenommen, ne? So, jetzt weiter. Ich will schließlich irgendwann mal hier was bauen. Das war zwar nicht beabsichtigt, aber sieht trotzdem toll aus. Eines Tages. Da unten wächst kein Gras mehr, wenn ich hier fertig bin, weil kein Sonnenlicht mehr nach unten kommt. Aber so ist es. So ein Blödsinn, als ob im Dschungel nicht auch Gras wächst. Und das sind auch überall große Bäume, richtig? 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 Habe ich gut aufgepasst im Bio? Wahrscheinlich nicht. Aber so ist das im Leben. Tja, jetzt gleich noch eben. Und dann wird es langsam Zeit zum Schlafen. Jetzt ist ja endlich dunkel geworden, dann kann man die Folge ja endlich beenden nach. Oh, 45 Minuten. Fast. Das ist etwas spät, muss ich sagen.
ich irgendwann mit einer Axt zugreife und das ganze Ding zusammenstürzt. Das wäre nicht witzig. So, wie sieht's aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prima. Muss ja auch eigentlich symmetrisch sein. Also, rein logisch. Wieso logisch? Mathematisch. Wieso man... Schluss jetzt damit. Wir wollten diese Diskussion doch nicht mehr führen. Ich bin nicht verrückt. Nur weil ich hier oben in der Landschaft... Der Turm muss weg. Der stört mein ästhetisches Empfinden. Obwohl, nee, der kann da bleiben. Der macht das ja. Ist ein bisschen wankelmütig gerade, oder? Nein, warum? Mal gucken, wie das noch aussieht, wenn wir uns immer weiter nach oben bauen. Wie dass ich das wüsste, also... Keinem lassen Schimmer. Ah, das haben wir inzwischen auch schon ein bisschen. Wahnsinnsaussicht hier. So, was haben wir denn eigentlich noch für einen Trampel, der dringend weg muss? Jede Menge. Das zum Beispiel. Weg kann. Ich wollte doch schlafen. Wisst ihr, was ihr tut? Das sortiere ich ein andermal aus. In der Aufnahmepause. Bis dahin. Ecstasy, Annie, Xane out.